Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Vor-Unboxing, weil ich habe wieder ein etwas größeres Paket mit ein bisschen was mehr bekommen. Ich werde das mal so machen, dass ihr das auch seht. Und der ein oder andere weiß es ja, ich habe es im Vlog, hatte ich es glaube ich angekündigt, dass ich von Deluxe Cable noch was Schönes bekomme. So. Ich werde jetzt natürlich erstmal wieder alles auspacken und dann werden wir uns das Ganze kurz alles mal ankicken. Sechs Topweine, nur Wein trinke ich nicht. Riesenposter, gut. Okay. Das haben wir hier, wenn wir das mal so machen. So, jetzt haben wir hier natürlich ein paar Produkte von Deluxe Cable. Ich werde euch das direkt mal vorlesen. Wir haben einmal den Ligavo SPDIF Toxling Matrix 4:4, den ich schon mal angekündigt hatte, auf den ich mich megamäßig freue. Ligavo HDMI Splitter 1:2 3D Audio Edit Steuerung. Aha. Und HDMI plus SCART zu HDMI Konverter. Genau, da hatte ich nämlich gefragt, da hatte ich nämlich viele Anfragen bekommen von Leuten, die haben ältere Receiver, wollen sich aber keinen neuen kaufen und suchen da was man da als Adapter benutzen kann. Das ist dafür geeignet. Und dann haben wir ein YPBR-Komponent zu HDMI-Konverter. 720p, 1080p und 3D-fähig. So, wir werden, denke ich mal, mit den kleineren Paketen oben anfangen, dass ich euch da mal zeigen kann, wie die so in etwa aussehen. Das ist der HDMI-SCART Adapter. Da werden wir jetzt nur kurz reingucken. Das richtige Video kommt dann noch, dass ihr das dann mal so schon mal seht, was da auf euch zukommt. Wir haben da diesen. Na, genau, da haben wir SCART und HDMI. Und da haben wir Output und da kann man auch umstellen. Ich werde das natürlich auch... Oh, jetzt ist mir die Folie aufgerissen. Ich werde das natürlich auch testen. Jetzt kriege ich es. Ja, die Folie ist ein bisschen eng hier. So. Aber ich habe sie da drin gekriegt. Weil ich habe an meinem Receiver kann ich SCART und HDMI benutzen. Also der gibt SCART und HDMI aus. Da kann ich das mit meinem Receiver super testen. So, dann haben wir das getestet. Dann stellen wir die mal hier so übereinander. So. Dann kommt das. Das sieht ja... Der sieht ja nice aus. Der sieht ja nice aus. Also wenn ihr das Unboxing guckt, ich mache das Siegel gerade ab. Also wenn ihr später das Unboxing guckt, dann liegt das daran, dass das ab ist, weil ich es im Vor-Unboxing schon mal präsentiert habe. Oh, der sieht ja auch schick aus. Und total, der ist total leicht. Ich hatte mal vor einen von, der war nicht von Ligavo, der war von einer anderen Firma. Ich weiß nicht mehr welche, habe ich in meinem alten Kanal bei diesem Wii-Video gezeigt, wo ich auch ein Ligavo-Produkt gezeigt habe. Der war wesentlich schwerer, der ist total leicht und der macht praktisch YPBR, also praktisch die 5 SCART-Anschlüsse zu HDMI. Wir haben hier auch noch die Möglichkeit, eine Z für 3D, na cool, das werden wir uns auf jeden Fall mal angucken. Meine Technik-Ecke wird immer größer. Und in der neuen Wohnung im Arbeitsraum werde ich mir definitiv irgendwie zusehen müssen, dass ich da mehr Steckdosenleisten habe und mehr Platz. Gehst du rein? So, jetzt ist er drin.
wenn das alles so überhaupt klappt, wie das Ding ist. So, dann haben wir hier einmal, wo nichts draufsteht. Da werden wir mal reingucken. Ah, das ist der 1:2 HDMI. Den werden wir uns auch mal kurz angucken. Und das richtige Unboxing und so, was da alle drin ist, das kommt dann erst. So, hier haben wir einmal, zweimal, so das Output. Input, Output, und die können wir umschalten. Das ist ja auch nicht schlecht. Hier haben wir einen HDMI-Eingang und zwei HDMI-Ausgänge. Dann haben wir links, rechts, also SCART, Dings. Und einen optischen Ausgang. Geile Sache. Das macht mein Matrix 4, also da habe ich nicht zum Umschalten, da habe ich nur halt Klinke oder halt optisch. Aber da habe ich das auch. Der macht, filtert das Audiosignal aus HDMI raus und gibt dir das auf optisch wieder. Habe ich ja auch schon mal in einem der früheren Videos erwähnt. So, jetzt kommen wir zu dem Highlight überhaupt schlechthin. Mega, mega schlechthin. Nee, ich packe nicht gleich alles aus. So, hier ist auch eine Fernbedienung mit bei. Das werden wir dann alles im richtigen Unboxing machen. Aber viele haben mich gefragt, die haben mehrere optische Geräte. Und der 4:2 hat denen nicht gereicht. Die wollten dann was mehr haben. 4:3, 4:4. Jetzt ist er endlich da. Ich hatte mir schon ein paar Mal angekündigt und bin megamäßig stolz, euch den von Ligavo präsentieren zu können, zu dürfen. Ja, wie immer Ligavo und so. Und hier vorne eine richtig schöne lange Leiste. Hier steht A, B, C, D. Hier haben wir, was sind da noch? Ja. Okay, ja. Ach so, das ist für die Fernbedienung. Ach so, da müsste eigentlich eine... Ich glaube, da ist aber eigentlich ein Dings drüber. Wird bei mir vielleicht abgehangen sein, aber eigentlich ist da noch so ein Schutzhäubchen drüber. Dann haben wir hier nochmal die Knöpfe zum manuell umschalten und Output haben wir auch nochmal zum Umschalten 1. Also hiermit schalten wir praktisch den Output und dann hier den Input um. Und hier hinten haben wir jetzt ein riesen langes Feld. So, wir haben viermal, wo haben wir denn, wo fängt es an? Ich habe meine Lesebrille nicht auf. Input, Output, achso, hier ist es. Hier ist der Input. 1, 2, 3, 4. Vier Inputquellen. PlayStation 3, PlayStation 4, Receiver oder PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, je nachdem wie ihr das und was ihr alles habt, könnt ihr das denn hier ranklatschen und habt vier Ausgabequellen. Für mich wäre es dann zum Beispiel D, Dolby-Anlage, C, Headset, B würde denn direkt zu Hauptaug gehen, dass ich immer den idealen Ton in Hauptaug habe und A würde zum Fernseher gehen, dass ich auch den Ton, wenn ich mal nicht Dolby-Anlage, nicht Headset habe, auch in super Qualität halt direkt zum Fernseher hochladen kann. Ja, also damit ist das schon mal, oh, ich bin da megamäßig. Ich werde da noch ein richtiges Unboxing machen, logischerweise, wo wir uns das dann genauer angucken werden. Ich bin jedenfalls megamäßig stolz und freue mich, dass ich das euch so präsentieren kann und darf und da von mir schon mal ein ganz nettes Dankeschön an das Ligavo-Team und so, die Fernbedienung kommt da unten rein, so, an das Ligavo-Team und die Firma an sich halt, ich freue mich, wenn ihr da noch mehr Ligavo-Produkte sehen wollt, ich packe euch mal einen Link zu dem Ligavo-YouTube-Channel mit unten rein. Der ist sehr genial.
Ich bin ja kein echter Tech-Blogger. Ich stehe auch dazu, dass ich kein echter Tech-Blogger bin. Ich teste das alles von zu Hause aus als Privatperson, als normaler Mensch. Wartet mal, ich werde das mal so hoch machen. Und mit den ganzen Fachbegriffen und so versuche ich ja meistens zu vermeiden. Ich sage ja dann immer Lichtleiterkabel oder Toxlink SPDF, ja, was so halt gebräuchlich ist. Aber ein echter Tech-Blogger bin ich nicht und will ich auch nicht sein. Ich bin eine Privatperson, ich bin ich. Ich teste das für euch und gebe euch meine Meinung wieder, wie mir das Produkt gefällt, ob es scheiße ist, ob es gut ist. Ja. Und ich benutze die Produkte meistens, um meine Soundqualität zu Hause zu verbessern, um meine Bildqualität zu verbessern oder dass ich besser aufnehmen kann, wenn ich Let's Plays oder angezockt oder was weiß ich mache. Also Gameplay Review. Ja. Dafür benutze ich die ganze Technik und da gebe ich dann mein Statement ab, wie es mir als Privatperson, als YouTuber gefällt und ob ich damit klarkomme und ob es gut ist. Und wenn ihr die Produkte alle nochmal sehen wollt, oder ich weiß nicht, welche sie da jetzt drin haben, müsst ihr einfach mal gucken. Ich packe euch den Ligavo-Link unten drunter für den YouTube-Channel. Die erklären das auch recht gut und auch sehr fachlich. Und kann ich echt, wenn ihr das da mal wirklich von der Firma direkt Videos sehen wollt, wie sie ihre Produkte vorstellen und so, kann ich euch den Kanal echt nur empfehlen. Ich werde ihn auf jeden Fall unten, wie gesagt, drunter packen. Ich werde trotzdem weiterhin, auch wenn die Firma da hier ihren YouTube-Channel hat, wir arbeiten weiterhin zusammen und ich bekomme weiter Geräte zum Testen. Das ist alles schon erklärt. Sobald wieder was Neues da ist, werde ich das auch wieder testen können. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit den nächsten 4 Geräten, die ich euch präsentieren werde. Ich werde heute Abend anfangen, weil ich muss gleich los meine Tochter holen aus dem Hort. Heute Abend werde ich anfangen und den Toxlink werde ich als erstes präsentieren. Da werde ich, wir werden Unboxing direkt machen, werde ich euch zeigen, was direkt alles drin ist. Nicht nur halt Fernbedienung und so, da ist ja noch mehr drin. Dann werde ich ein Hardware-Video machen. Und dann werde ich Hardware-Check machen. Im Hardware-Check-Video werde ich es anschließen. Und dann werde ich es die nächste Zeit auch logischerweise benutzen. Und dann morgen Mittag, wenn meine Tochter Mittagsschlaf macht, werde ich, denke ich mal, den SCART-Adapter. Ja, da lasst ihr euch mal überraschen. Das wird dann so, werde ich dann Videos drehen und dann wird so gut wie jeden zweiten Tag wird eins von den Produkten dann kommen. Ich werde trotzdem alle 3 Videos an einem Tag veröffentlichen. Unboxing, Hardware, Hardware-Check. Dass ihr da den Überblick behaltet und nicht halt über mehrere Tage verteilt oder so. Zu jedem Produkt wird es 3 Videos geben und die kommen an einem Tag. Ja? Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.